Jo, Servusle und willkommen hier in meiner kleinen Klemmbausteinecke. Heute geht's mal wieder um was Großes. Seht ihr das? Ist das drauf hier? So. Das Verbrecherversteck von Blatif. Ihr wisst ja, ne? Blatif hat man schon öfter. Ist produziert bzw. entwickelt worden von Goody aus China. Und wird unter dem Label Blatif im Lidl verkauft. Es seht ihr, hat 637 Teile. Ja. Und hat die Nummer, Moment, hier war sie, hat die Nummer 29 56 84. So, von hinten. Ja, ihr seht, das ist ein Boot dabei vom SWAT-Team oder sowas. Ein kleines Motorboot von den bösen Verbrechern. Der Schatz darf natürlich nicht fehlen. Ein kleines Autochen und die Höhle an sich. Oder Holzhütte oder was es auch immer sein soll. Was das hier ist, ich habe keine Ahnung. Es sieht aus wie, ja, wie eine Rakete, die da startet oder sowas. Vielleicht kriegen wir das noch raus. Ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich auf dieses Set. Es steht schon länger hier. Ihr seht hier, das Zeug, hoppala, runtergefallen. Das Zeug türmt sich hier langsam. Das Zeug aus Asien trudelt so nach und nach bei mir ein. Verschiedene kleine Sets. Ein großes, was das hier ist, wird noch nicht verraten. Na gut, das hier, ja, das kann ich verraten. Oder zumindest so viel kann ich sagen. Es ist ein Modular Building. Aber was genau, möchte ich noch nicht verraten. Es wird eine Überraschung. Wobei, die meisten, die meine Videos schauen, die werden auch andere Klemmbaustein-YouTuber verfolgen. Und das Ding jetzt hier mit Sicherheit schon kennen. Aber macht ja nichts. Ne? Für mich ist es neu. So, hätte ich gesagt, gehen wir wieder runter. Sieht man gar nichts hier. Gehen wir wieder runter auf mein Klemmbausteintischchen und gucken, was uns in diesem Paketchen hier erwartet. 637 Teile. Nicht klein, aber auch noch nicht richtig groß. So richtig schön mittel. So genug für einen schönen Abend, hätte ich gesagt. Ne? Schauen wir nach. Bis gleich. Ich bin gespannt. Das Verbrecherversteck von Plaintiff, 637 Teile, so von vorn und so von hinten. Paar kleine Szenen aus dem Set. Bisschen Serviervorschlag, 3 Jahre TÜV Rheinland verifiziert und so weiter und so fort. Alles wie gehabt, wenn es um Thema Plaintiff bzw. Goody geht. So, schau mal rein, ich bin gespannt. So, ich erwarte viele, viele Tüten. Das erste Transgear-Teil und es sieht gut aus. Da werden wir dann noch genauer unter die Lupe nehmen. 2, 3, hier wieder Garantieschein. 4, 5, oh, sind es viele. Bauanleitung. Ich kippe das jetzt alles mal daher. Oh, das jetzt hier einzeln rauskramen, wird ewig dauern. So, das war's. Und so, wenn ich das hier richtig sehe, ist hier kein Aufkleberbogen dabei. Doch, da ist er. Schade. Schade, Marmelade. Ich habe mich schon gefreut. Oh, der Aufkleber ist umgeknickt. Gut, da oben ist keiner. Da oben ist Gott sei Dank keiner, wo das eingeknickt ist. Die sind alle hier unten. Keep out, Police und 2 Totenköpfe. Könnt ihr das hier sehen? Könnt ihr das überhaupt sehen? So. Gucken wir uns die Bauanleitung an. Die Bauanleitung ist geklammert. Hat in etwa DIN A4 Größe, würde ich sagen. So, natürlich altbewährte Goody Plaintiff Qualität mit Ausgrauung vorgehender Bauschritte. Sehr schön, sehr schön. So, das Dingens hat, Moment, 25 Seiten und danach kommt die Teileliste. Das passt gar nicht drauf auf dem Bildschirm. So, und so. Ist einiges und natürlich ist wieder ein Teile drin dabei. Viele, viele Transgear Teile, viele, viele Figuren. Jawohl, ja, jawohl, ja. Ich bin gespannt. Das heißt, ich werde jetzt hier mal wieder... Sind die Dinger... Ja, die sind Bauschritt nummeriert. Ich werde hier die Tüten in meine Eimerchen verteilen. Die Figuren aufbauen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Alles wie gehabt. Kennen wir schon. Hier sind die Minifiguren. Und hier ist eine böse, böse Dame mit grünen Haaren. Weiblicher Joker oder sowas. Mit nur einem Auge, mit Augenklappe. Ich bin gespannt. So, wie gesagt, jetzt verteile ich hier alles auf meine Eimerchen hier. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich.
bin ich inzwischen bei Bauschritt 9. Es bauen an sich geht zügig voran. Die Bauanleitung ist okay, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit der Unterscheidung von Schwarz und Dunkelgrau in der Bauanleitung. Die sieht ziemlich gleich aus. Und wenn man sich daran gewöhnt hat, dass dieses Rotbraun in Wahrheit dieses Dunkelbraun ist und dieses, was ist das hier, Ocker, ist in Wahrheit hier dieses Tan, Dark Tan, was auch immer. Beziehungsweise, nein, schon mal, ich erzähle hier schon wieder Käse. Das Ocker ist das hier. Das hier, dieses Grünbraun, das ist dieses Dark Tan. Wenn man sich daran gewöhnt hat, dann geht's eigentlich, wenn man weiß, was gemeint ist. Hat am Anfang ein bisschen Probleme, aber mittlerweile geht's. Hier unten zum Beispiel sind schwarze Bricks verbaut. Und hier dieser 1x1 Brick ist dunkelgrau. In der Bauanleitung sah beides schwarz aus. Da habe ich ein bisschen suchen müssen. Aber, naja, passt schon. So im Großen und Ganzen haben wir jetzt hier hinten zwei Sitzgelegenheiten mit Tisch gebaut. Ein kleines Schränkchen, das man aufmachen kann. Wenn es denn geht. So. Und was das hier wird, weiß ich noch nicht so genau. Und hier ist so eine Art Wohnzimmer oder was? Ich finde hier die Bank oder die Couch oder was auch immer ziemlich interessant gemacht. Hier hinten mit diesen Scharnieren als Rückenlehne und an der Seite diese Plate Modify. Gefällt mir auch da unten den Stuhl mit diesen zwei Plate Modify als Sessel oder Thron oder was es sein soll. Gefällt mir ganz gut die Bauweise. Es lässt sich sehr gut verbauen. Ich habe keinerlei Probleme. Es ist halt standardmäßige Goodie-Kost, ne? Kein Problem, es lässt sich sauber verarbeiten. Was ich ein bisschen komisch fand, ihr seht es ja hier unten, diese schwarzen Bricks hier, die sind dazu da, um die einzelnen Platten zusammenzuhalten. Es sind tatsächlich 10 Platten, 6x6. Also warum er da nicht größere Platten genommen hat, zwei große Platten oder so, oder eine ganz große, es sind hier 10 6x6 Plates verbaut, warum auch immer. Wahrscheinlich wussten sie, dass einzelne Platten sich mit der Zeit verziehen. Also zumindest die Großen, vielleicht wissen sie, dass sie nicht in der Lage sind, so große Platten gerade zu produzieren und haben deshalb kleinere genommen. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall komplett gerade. Es wackelt nicht und gar nichts. Es liegt komplett plan auf und das ist ja schon mal genial. Okay, ich hätte gesagt, bauen wir weiter und wenn mir wieder was Interessantes auffällt, sage ich wieder Hallo. Ich bin gespannt. Bauabschnitt 1 abgeschlossen. Jo. Wie zu erwarten war, ist nichts übrig geblieben. So schaut's aus. Ja, erster Nachteil hier, ne? Die Tür. Aber damit gibt's ja bei Goody öfter mal Probleme in dem ein oder anderen Set, dass die Türen nicht wirklich schließen und von selbst aufgehen, wenn man ein bisschen hinkommt. Schade, schade. Ansonsten haben wir hier Fensterläden eingezimmert. Die sind okay, die bleiben auch zu. Hier ebenfalls. So. Und in den Drehstuhl. Schränkchen, Beleuchtung, leuchtet natürlich nicht selber, aber es ist halt eine angedeutete Beleuchtung. Hier eine Garage oder was das hier werden wird. Unteraußenbereich mit Feuerstelle. Ihr seht auch hier den ersten Aufkleber verklebt. Ja, kann man auch nicht meckern. Die Aufkleber sind auch in diesem Set, so wie in allen anderen Goodie Plative Sets. Diese sind gut gedruckt, kleben gut, gut ausgestanzt. Kann man nicht meckern, ich konnte problemlos verkleben. So von der Größe her würde ich sagen, kommt sie in etwa hin an unser Mini-Steck-Feuerwehr-Hauptquartier. So, ja, in der Größenordnung rum bewegen wir uns. So, und jetzt hätte ich gesagt, packe ich die Tüten vom Bauschritt Nummer 2 in meine Eimerchen und dann bauen wir weiter. Ich bin gespannt, als nächstes kommt hier nämlich das Dach. Ja, und es wird ziemlich grün. Und braun und grau. Schauen wir mal. Bauabschnitt 2, Bauschritt 23. So weit sind wir jetzt. Ich habe ja vorhin im ersten Bauabschnitt gemeint, dass ich hier unten keinen Unterschied in der Bauanleitung gesehen habe zwischen den grauen und den schwarzen Bricks. Also habe ich hier unten graue verbaut. Seht ihr das? Hier graue. Und das hier waren schwarze. In der Bauanleitung sahen sie aber gleich aus.
So, mittlerweile brauche ich hier oben einen grauen 1x1 Brick und hier drüben kommt auch nochmal einer her. Es sind aber nur noch zwei schwarze da. Also haben sie wohl die Steine in den Bauschritttüten vertauscht. Das heißt, ich habe sie jetzt hier unten rausgebaut, habe schwarze reingezimmert und verbaue die dunkelgrauen hier oben, so wie es sein soll. Ansonsten haben wir hier jetzt ein bisschen Grünzeug angebracht. Das Dach, es lässt sich öffnen, indem man hier diese Pflanze einmal umdreht. Dann lässt sich hier alles öffnen. Die Pflanzen sind ein bisschen im Weg hier. Um es ja, richtig zu bespielen, um es richtig aufzumachen, muss man die Pflanzen jetzt mal abnehmen. Das ist ein bisschen semi-geil, oder ich mache irgendwas falsch. Das nächste, was wir hier gebaut haben, ist so eine Mechanik hier. Man kann hier irgendwas vor- und zurückfahren. Was das genau ist und was da reinkommt, weiß ich noch nicht. Ganz komisch ist hier die Bauart dieser Schiene da. Ich weiß jetzt nicht, komme ich jetzt da nochmal hin? Ich mache das jetzt hier mal ab und zeig's euch. So. Hier unten wurde diese Blade Modify verbaut. Ich mache das Ganze jetzt nochmal kurz klein, um es euch zu zeigen. Genau, hier diese Blade Modify, die wurde hier reingesetzt. Aber wenn man reinschaut, ne, die ist ein bisschen höher als ein normaler Brick. Verdammt, ist sie weg. Komm her. So, wenn ich sie jetzt hier reinbaue, wie vorgesehen, dann habe ich hier immer einen Spalt, weil ja diese Blade Modify nicht unten in die Noppenaufnahme reingeht. Das funktioniert ja nicht. Das ist einfach zu dick. So will es die Bauanleitung aber. Das ist ganz seltsam. Ich bekomme es nicht gescheit zusammengeklemmt. Also entweder ist das hier ein falscher Stein und man hätte eine Blade Modify nehmen müssen, die gerade nach vorne geht und nicht schräg nach oben. Oder es ist einfach misslungene Bauung oder Planung, besser gesagt, wahrscheinlich mal wieder am PC zusammengestellt und nie in der Wirklichkeit ausprobiert. Na gut. Ich setze es jetzt wieder zusammen und muss halt damit leben, dass hier immer wieder dieser Spalt entsteht. So ist es halt im Blätterwald. Okay, dann baue ich jetzt hier mal weiter und wenn es wieder interessant wird, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Bauabschnitt 2 fertiggestellt. Wir sind bei Bauschritt 26. So sieht's in der Zwischenzeit aus. Wir haben oben hier das Dach drauf gezimmert und hier drüben ebenfalls. Vorn und hinten die Abdeckung. Die Verblendung quasi. Das Dach lässt sich hier nur öffnen, wenn man hier die Pflanzen entfernt. Ja, das finde ich ein bisschen semi-geil. Hier das Dach lässt sich zwar bewegen, aber nicht wirklich öffnen. Und ich glaube, das Bewegen ist gar nicht vorgesehen. Es soll halt einfach nur eine Schräge darstellen. Ansonsten haben wir ringsrum noch ein bisschen begrünt. Innen ist nicht viel passiert. So, innen hat sich nichts geändert. Wir haben hier hinten ebenfalls hier die Verblendung draufgezimmert. Im Großen und Ganzen war es eigentlich nur noch verputzen, ne? Verputzen. Wir haben das Haus noch ein bisschen verputzt und Dachdeckerarbeiten geleistet. So, jetzt geht's weiter, Bauschritt 3. Das ist dieses komische Silo, diese Rakete, was immer das auch sein soll. Und die kommen dann irgendwie hier vorne hin. Ich bin gespannt, was es genau wird, was es sein wird. Vielleicht erschließt sich mir unterm Bauen, was es darstellt. Ich bin gespannt. So, Bauabschnitt 3 ist jetzt auch fertig. Ich habe keine Ahnung, was das Ding hier sein soll. Ich vermute mal ganz schwer, das ist so eine Art Leuchtturm oder sowas. Weil man kann das Ding jetzt hier dank den Technikpins hier vorne hier dran klippen oder eben hier auf der Seite und dann vermute ich mal, ist es hier so ein Anlegeplatz für Boote oder so. Es werden ja auch Boote gebaut in den nächsten Bauschritten. Wie gesagt, ich vermute mal, das Ganze hier ist ein Leuchtturm oder irgend so ein Signaldingens, was Schiffe nachts an den Anliegeplatz lotsen soll oder irgendwie sowas. Gehe ich mal davon aus, ansonsten wüsste ich nicht, was es sein soll. Ist es ein bisschen futuristisch? Vielleicht ist es ja einfach nur ein Fernsehturm. Nein, ich glaub's nicht. Es ist ein Leuchtturm, gehe ich mal davon aus. So. So, im Großen und Ganzen bin ich ein bisschen enttäuscht von dem ganzen Ding hier. Es ist schon, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, es ist klein, aber vielleicht bin ich auch einfach nur von unserem Katamaran verwöhnt,
der in derselben Preiskategorie beim Lidl erhältlich war. Boah, das Dingens hier ist nicht sonderlich groß. Okay, jetzt bauen wir den nächsten Bauschritt. Das wird wohl ein Pickup sein oder sowas. Und danach gibt es nochmals eine oder andere Bötchen. Und dann sind wir hier auch schon durch. Ja, schauen wir mal, was noch auf uns zukommt. Ich bin gespannt. Bauabschnitt 4 ergab dieses formschöne Autochen. Ja, bereits nach 2-3 Bauschritten habe ich mir gedacht, das kenne ich irgendwo her. Ja. Tada! Das ist identisch hier mit unserem Geländewagen, den ich vor geraumer Zeit schon mal vorgestellt hatte. Die komplette Bauweise ist bis auf den kleinsten Nippel identisch. Sogar hier drinnen. Die Lücke, die ich beanstandet hatte, sogar die ist mit dabei. Es ist 1:1 derselbe Bau, nur halt in anderen Farben und mit anderen Aufklebern. Aber ansonsten ist es komplett identisch. Die haben sogar an diese Antenne gedacht. Interessant. Ich drehe es mal, damit ihr es von allen Seiten bewundern könnt, aber es ist nichts Neues. Es fehlt hier und da ein Aufkleber, dafür ist hier und da an anderer Stelle ein anderer Aufkleber. Ja, fast ein bisschen enttäuschend. Aber was soll's, es passt ziemlich gut dazu zum Set. Also nicht vom Enttäuschungsgrad, sondern der Fluchtwagen oder der Verbrecherwagen oder was auch immer. Ist okay, dass es dasselbe ist. Es ist okay. Was soll man auch verlangen? So, jetzt mache ich mich hier an den Bauabschnitt 5. Da sind ein paar kleine Bötchen drin. Die bauen wir zusammen. Und dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Und dann kommt das Abschlussfazit. So. Machen wir uns auf, bauen weiter. Ich bin gespannt. Und schon ist es fertig. Unser Verbrecher versteckt die Räuberhöhle, was auch immer. Wir haben hier jetzt noch ein kleines Bötchen vom SWAT-Team. Ja, das ist im Übrigen, besteht nur aus 2 Teilen, ne? Und hinten der Motor. So, dann ist hier drin, kann ich euch mal zeigen, es gibt hier eine Funktion. Ja. Ein kleines Bötchen. So ein kleiner Flitzer. Weiß jemand, wie man solche Dinger hier nennt? So ein Schnellboot oder was? Auch ganz nett. Mit Aufkleber auf dem Slope. Ja, den Turm hier habe ich jetzt hier drüben festgemacht. Und ja, das Autochen, ob es jetzt daher gehört, sei mal dahingestellt, weil das Ding, glaube ich, steht komplett im Wasser. Zumindest auf der Seite hier. Hinten kann sein, dass es trocken ist. Aber das bleibt wohl der Fantasie des Kindes überlassen. So, ich drehe es nochmal, damit ihr es von allen Seiten seht. Schau nochmal da rein. Hat sich nichts verändert. Ich habe jetzt nur die Figuren hier hintrapiert. Was noch zum Vorschein kam, waren diese beiden Flaschen, Weinflaschen, was auch immer. Ein bisschen Zubehör für die Figuren. Und Geld und Gold. Im Übrigen hat der Kamerad da hinten den Rucksack voll mit Bargeld. Klar, sind ja Verbrecher, ne? Die waren kurz mit ihrem Boot oder mit dem Geländewagen beim Bankraub oder sowas. Und das SWAT-Team ist dabei, sie zu verhaften. So, kommen wir zum Fazit von dem ganzen Set hier. Wie gesagt, ich bin ein bisschen verwöhnt von unserem Katamaran, der in dieselbe preisliche Kerbe schlägt und dieses Teil war riesig und hier dieses kleine Häuschen mit 2 Booten, einem kleinen Auto und einem Leuchtturm finde ich ein bisschen mickrig und mager. Also von der Größe her natürlich, ne? Ja, es kostet genauso viel wie der Katamaran. Also würde ich mich für einen Katamaran entscheiden. Ansonsten, es sind hier einige Figuren dabei und Spielspaß ist mit Sicherheit gegeben. Also mit diesem Set lässt sich durchaus was anfangen. Ja, gerade, ne? Räuberhöhle und so weiter und Versteck im Wald oder hier auf dem Wasser. Ich glaube, Kinder haben da mehr Fantasie wie ich. Und ja, spielen da das eine oder andere Szenario nach. Es ist zu empfehlen, die 20 Euro sind gut investiert, aber man könnte auch mehr dafür bekommen. Und so ist es halt, ne? Man will immer mehr.
Das Set ist solide, es ließ sich einfach bauen, es ließ sich leicht zusammenbauen. Die Steine sind in gewohnter Goodie-Qualität, da gibt's gar nichts zu bemängeln. Das ganze Set ist in gewohnter Goodie-Qualität. Also es gab jetzt keine irgendwelchen großartigen Ausreißer oder so. Was ich noch zeigen könnte, wäre hier die Frontscheibe. Ist fast kratzfrei. Nur fast. Aber sie ist besser beieinander wie die Frontscheibe von unserem anderen Geländewagen, von dem hellblauen. Der war allerdings in einem Polybag. Und da konnte die Frontscheibe natürlich schlimmer zerkratzen wie hier im Karton. So, das war's auch schon. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Daumen nach oben tut nicht weh, abonnieren nicht vergessen. Wenn ihr wollt, dann schaut auch auf meinem Discord-Server vorbei oder auf Facebook oder Twitter. Da bin ich ebenfalls vertreten. Die Links zu den jeweiligen Social Medias findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, müsst ihr die Glocke aktivieren. Ansonsten bedanke ich mich nochmal und ich sag Servusler, bis zum nächsten Mal. Eierdoschten und baut was Schönes. Jo, Servusler zum weiteren. Warum jedes Mal dasselbe? Na gut, ich kann zumindest sagen, es handelt sich um ein Modular Building. Und was genau, wird noch nicht. Also möchte ich noch nicht genau drüber. Bauabschnitt 2 fertiggestellt. Wir sind bei Bauschnitt.